Oh, ihr seid auch da. Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute bei uns aus der Küche. Ihr steht gerade in unserem Kühlschrank. Und heute machen wir Beef Jerky selber. Viel Spaß beim Zusehen und beim Nachkochen. Zutaten habt ihr bereits alle gesehen. Jetzt geht es daran, die Marinade zu machen. Wie das alles funktioniert, zeige ich euch jetzt. Aber vorher ist noch wichtig, dass ihr das Fleisch, wenn ihr gerade vom Metzger kommt, mal für eine Stunde in euer Gefrierfach packt, damit ihr das hinterher schön in dünne Scheiben schneiden könnt. Damit das im Dörrautomat halt besser trocknet und damit das Ganze auch schön knusprig wird. So, meine Freunde, jetzt geht es los. Wir machen jetzt die Marinade für das Fleisch. Als erstes fangen wir an mit 4 Löffeln Meersalz. Stopp, 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 Leute. Wer gerade genau aufgepasst hat, was vorne am Anfang des Videos im Rezept steht, dem ist vielleicht aufgefallen, dass da ein Teelöffel Salz steht und nicht 4 Esslöffel, so wie ich das hier in diesem Video zeige. Achtet also darauf, nicht zu viel Salz in euer Beef Jerky zu packen. Vier Löffel Meersalz. Darauf kommt jetzt einmal eine Sojasauce. Ich habe hier die ganz normale, die gab es irgendwann mal bei Aldi. Davon ordentlich was rein. Die ist sogar noch ganz zu. So. Zwischendurch nicht wundern, ich muss mal auf mein Handy schauen, um genau zu gucken, wie viel man davon braucht. Hier steht 200 Milliliter. Wie viel ist denn hier drin? 250. Einen kleinen Schluck hatte ich gerade noch von einer anderen Flasche da reingekippt. Ja, das wird wohl reichen. Jetzt kommen 200 Milliliter Wustersoße. Ist noch eine angefangene Flasche. Die kippen wir jetzt einfach da rein. Übrigens nicht irritieren lassen, warum hier so ein Phenomenal, das ist die Action Cam, die das Ganze von oben filmt. Mal zwischendurch aufs Handy gucken. Ich habe jetzt nicht die Menge, die hier angegeben ist. Das Rezept ist jetzt für 8 dünne Rouladen. Ich mache das Ganze aber mit Rinderbraten, weil der war einfach günstiger. Und ich probiere es jetzt einfach aus, ob das auch mit Rinderbraten funktioniert. Das ist also quasi ein Live-Experiment. Okay. So, dann brauchen wir, was haben wir jetzt hier? Zwiebelgranulat. 2 Teelöffel waren das, glaube ich. Jawohl, 2 Teelöffel Zwiebelgranulat. Zack. So, dann brauchen wir 1 Teelöffel. Oh, Teelöffel, nicht. Ach, scheiße. Teelöffel, nicht Esslöffel. Egal, ist schon drin, die Zwiebel. Schmeckt halt mehr nach Zwiebel. Egal. Dann holen wir jetzt wieder was raus. Nein, wir lassen das. 1 Teelöffel Pfeffer. Dann brauchen wir noch 1 Teelöffel Knoblauchpulver.
So. Und dann, jetzt kommen aber die Esslöffel. 2 Esslöffel Tomatenketchup. So. Dann rühren wir das alles mal ein bisschen durch. So, ich würde sagen, Marinade ist fertig. Jetzt geht's ans Fleisch. So, ich habe das gute Stück Rinderbraten jetzt hier aus dem Gefrierfach geholt und das Ganze werde ich jetzt hier mit der Aufschnittmaschine versuchen, in hauchdünne Streifen zu schneiden. Ob das gelingt, wir werden sehen. Sonst müssen wir doch ein Messer nehmen. Ist das kalt, alle Finger? Boah. So, drück mir die Daumen. Ich versuche mal mein Glück. Leg das mal hier so drauf. Starte die Maschine. Und hier haben wir schon die erste Scheibe. Es geht durch wie Butter. Schaut mal, ich glaube, das ist noch zu dick. Ich glaube, ich werde das noch ein bisschen dünner einstellen. So, ich versuche nochmal. Ah, das ist zu dünn. Das ist mehr Gehacktes. Wir sind im Lernprozess. Ja, ich glaube, so ist das doch ganz gut. Schaut mal, es ist ziemlich dünn. So 3-4 mm. Es müsste doch eigentlich optimal sein. Ich glaube, ich schneide das aber nochmal hier in der Hälfte durch, damit ich dann eher Streifen kriege. Das sind jetzt eher Scheiben, aber ich will ja Streifen haben. Brauchen wir ein scharfes Messer. Versuchen wir das mal. Ja, jetzt habe ich hier so schönere Stücke. Schauen wir mal, ob das jetzt besser funktioniert. Ja, so ist das optimal, Leute. Schaut euch das an. So muss das aussehen. Tja, dann schneiden wir hier das Ganze mal auf. Langsam habe ich den Dreh raus hier. Mit viel Druck hier mit so einem Schieber hier geht das echt besser. Ich nehme die Streifen auch relativ gleichmäßig. Ja. Ein bisschen dicker einstellen. Und dann muss man wirklich nach jedem Schnitt hier das Fleisch wegnehmen, sonst zieht man das wieder nach hinten und wieder mit nochmal durch die Aufschnittmaschine. Ja, und wenn man das dann macht, dann kommen wirklich solche schönen Streifen daraus. Und damit sollte das doch eigentlich gut funktionieren. Fleisch verarbeitet hier. Das schmeißen wir mal hier in die Spüle. So, Freunde, der Berg ist fertig. Jetzt gleich kommt das alles in die Marinade rein und dann mischen wir das mal richtig schön durch. Ich mache hier mal ein bisschen klar Schiff und dann geht's weiter. So, das Fleisch ist jetzt soweit geschnitten. Jetzt geben wir das alles in die Marinade rein.
So. So, jetzt verteilen wir das Ganze schön da drin. Dazu nehme ich jetzt mal einen Esslöffel. Ich möchte da jetzt nicht unbedingt reingreifen. Jetzt lassen wir das Ganze bis morgen stehen, damit das schön ziehen kann. Ich packe da jetzt noch Klarsichtfolie drüber und packe das Ganze dann in den Kühlschrank. Wir sehen uns hier wieder, wenn es weitergeht. Bis morgen. So Freunde, Tag Nummer 2. Weiter geht's mit dem Beef Jerky. Vorher aber noch einen Kaffee und dann legen wir sofort los. So, weiter geht's jetzt. Wir holen mal unser Fleisch hier aus der Marinade. Dazu haben wir hier ein Sieb. Und noch eine leere Schüssel und dann gießen wir das Ganze mal hier in das Sieb rein. So. Wir lassen das Ganze mal einfach ein bisschen abtropfen. So, das lassen wir jetzt einfach mal 10 Minütchen so stehen und dann machen wir weiter. So, jetzt haben wir schön 10 Minuten gewartet. Ich habe in der Zeit noch meinen Kaffee ausgetrunken. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie das hier aussieht. Ja, das sieht gut aus. Schaut mal. Ist richtig dunkel geworden durch die Sojasauce. Ja, ich würde sagen, dann packe ich hier mal diese Gitter hin von dem Dürrgerät. Dann packen wir das da schön drauf und schmeißen das Dürrgerät dann an. Ich bin echt schon ganz gespannt, ob das schmeckt und ob das überhaupt funktioniert. Naja, machen wir mal. So, ich habe die Dinger jetzt alle hier so hingelegt, diese Gitter. Und dann fangen wir mal an, das hier gleichmäßig auf diesen Gittern zu verteilen. Ich hoffe, wir kommen damit hin mit diesen Gittern hier. Aber das sollte passen. Das riecht schon mega gut. Ich bin echt gespannt, wie das nachher ist, wenn das alles hier getrocknet ist. Seite räumen und dann stapeln wir jetzt erstmal hier diese Gitter aufeinander. Zack, zack und zack. Und dann brauche ich jetzt erstmal einen Lappen. Unterseite vom Dürrgerät und packen jetzt mal die ganzen Gitter hier drauf. So, den Deckel drauf. Ja, dann stellen wir das Ganze hier mal auf 60 Grad, habe ich gelesen. Stecker rein und gib ihm. Und ab jetzt zwischen 5 und 6 Stunden, bis das Fleisch trocken ist. Ich bin echt mega gespannt, ob das funktioniert. Und ob es doch länger dauert und wie es schmeckt, wir werden sehen. Ich melde mich dann wieder morgen früh quasi. Ja, morgen früh. Mach da gleich noch eine Zeitschaltuhr dran vielleicht, damit das ausgeht. Mal schauen. So, wir sehen uns an Tag 3 wieder. Ciao, ciao. Was soll ich sagen? Hier ist das misslungene Beef Jerky. Ist einfach nur salzig und schmeckt zum Kotzen. Ich mache das Ganze jetzt nochmal neu und werde euch dann berichten, wie das dann geworden ist. So kann's gehen. Shit happens.
Eine Ewigkeit später. So Leute, jetzt habe ich das Dörrfleisch nochmal neu gemacht. Ich zeige euch das Ganze mal. Hier ist das Gute. Das waren jetzt hier 200 Gramm Rinderrouladen, habe ich diesmal benutzt. Und diesmal schmeckt das Ganze auch richtig gut. Schön knusprig. Und ja, das schmeckt richtig gut. Ich hatte die jetzt gestern waren die fertig? Ja, gestern waren die fertig. Und da fand ich, da haben die extrem nach dieser Sojasauce geschmeckt. Aber jetzt heute, ich hatte die jetzt noch vielleicht gestern in dem Dörrautomaten gelassen, weil ich die einfach vergessen habe. Allerdings war der da natürlich schon aus. Also eine Nacht waren die noch in dem Dörrautomaten, wo der aus war. Und dadurch, dass da jetzt noch Luft dran gekommen ist, schmeckt das jetzt gar nicht mehr doll nach dieser Sojasauce. Ist zwar sehr würzig und auch ein bisschen scharf durch das Chili, aber es schmeckt wirklich gut. Kann ich zwar einmal beim Fernsehgucken mir hier Dörrfleisch reinziehen. Oder hier, wenn ich das Video jetzt zu Ende schneide. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und macht das mal einfach nach und benutzt nicht so viel Salz wie ich beim ersten Versuch. Und dann gelingt das auch und schmeckt echt super lecker. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin immer gut Licht und ciao, ciao.